Am Montag, den 12. Dezember 2022, wurde von der Sportunion Steiermark, dem Steirischen Seniorenbund und den Gemeinden des Bezirks zum Pressegespräch aktiv und bewegt älter in der Region Murau geladen, im Beisein von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und Landtagspräsidentin Manuela Kuhm. Die Sportunion Steiermark hat schon vor Jahren hier im Bezirk ein erfolgreiches Pilotprojekt gestartet. Im Rahmen dieser Pressekonferenz wurde speziell eine Bewegungsoffensive für die ältere Generation präsentiert. So konnten diesen Herbst 12 neue Übungsleiter und Leiterinnen für Seniorensport in Niederwölz ausgebildet werden, die jetzt ihr Wissen in der Praxis anwenden dürfen. In 6 Gemeinden der Region treffen sich seit Oktober regelmäßig ältere Personen, die Spaß am gemeinsamen Sporteln haben. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, dass Murau gemeinsam mit Weiz Pilotregion war und wir hier beginnen konnten, dieses Angebot auszubauen, damit ältere Menschen gemeinsam Sport betreiben können, dass sie neue Dinge erfahren, wie sie mit dem Sport umgehen können. Und ich glaube, das ist für die Gesundheit ganz wichtig, erstens sich zu bewegen, zweitens sich auszutauschen, und das gelingt mit diesem Projekt ganz hervorragend. Natürlich, wir müssen schauen, dass wir alle Regionen bewegen, und deswegen freue ich mich wirklich drauf und bin ein Stück weit stolz drauf, dass Murau hier so viel macht, aktiv und bewegt im Alter, ganz wichtig, aber in jedem Alter, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben da wirklich Aufholbedarf, vor allem seit der Pandemie. Gerade die Älteren, die aus Sicherheitsgründen zu Hause geblieben sind, haben sich weniger bewegt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder aus dieser Beweglichkeit herauskommen und das relativ niederschwellig machen. Und dafür ist dieses Programm da, mit Übungsleiterinnen, mit Trainerinnen, in Vereinen, aber auch in betreuten Wohnen, in Pflegewohnheimen. Die Leute sollten sich einfach überlegen, wie kann ich gut Bewegung in den Alltag integrieren. Wir müssen in der Prävention mehr tun. Das ist ein ganz klares Ziel in Österreich. Wir haben zu wenig gesunde Jahre und wir unterstützen das. Es gibt diesen Aktivkalender. Die Dach- und Fachverbände haben heuer fürs Jahr 23 auch mehr Mittel bekommen. Ja, wir schauen dort hin, weil ich sage immer, besser ist es für alle, nämlich auch für die Menschen selbst, in die Prävention zu investieren, als dann eben in die Gesundheitsversorgung in Richtung Therapie investieren zu müssen. Ja, da gibt es noch Aufholbedarf. Ja, wir haben ein Pilotprojekt vor 3 Jahren in Bezirk Weiz gestartet, um erstmals einmal Kontakt auf dieser intensiven Ebene zu haben mit den Senioren. Und das hat eigentlich sehr schnell, sehr positiv eingeschlagen, sowohl bei den Nutznießern, sprich den Seniorinnen und Senioren, aber auch bei denen, die die Übungsleiter gestellt haben. Wir sind in der Zwischenzeit bei 20 Gemeinden dort, die das machen, und haben uns dann entschlossen, einen weiteren Bezirk, in dem Fall Murau, in diesen Kreis aufzunehmen, und sind im ersten Jahr schon auf 12 Übungsleiter gekommen. Also muss gerade in dieser Zeit, wo wir alle rundherum Leute suchen, die mitmachen im Wirtschaftsprozess und überall, doch eine tolle Sache ist. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass uns das gelungen ist, der Staat. Ja, der organisierte Sport ist nur so gut er die Partner hat. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Wir haben zwar fast in jeder Gemeinde in der Steiermark einen Verein, der letztendlich vor Ort Bewegung umsetzt, aber der Verein muss auch gut eingebunden sein. Und da sind die Gemeinden ganz wesentliche Partner. Da ist das Land, die Verantwortungsträger wie Bezirkshauptmannschaft, ganz wesentliche Partner auch. Das heißt, umso besser dieses Netzwerk zusammenarbeitet, kommuniziert, umso leichter ist auch die Umsetzung von solchen Projekten. Und ich glaube, das zeigt sich Murau sehr gut, wo alle Beteiligten gemeinsam an diesem Thema arbeiten und zusammenwirken, dass einfach dann ganz andere Möglichkeiten entstehen. Und ich glaube, in Richtung Bewegungsumsetzung ist das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ich meine, dass Bewegen wichtig ist, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Das wissen wir mittlerweile alle. Aber trotzdem ist die Umsetzung so schwierig. Und da braucht es halt auch strukturell im Hintergrund Maßnahmen, damit es dann auch zum Leben kommt. Und da haben wir, glaube ich, in Murau jetzt wirklich eine gute Voraussetzung. Und werden das natürlich auch in den anderen Regionen in der Form, genauso wie exemplarisch das in Murau passiert ist, durchspielen dann. Dass Bewegung bis ins hohe Alter sinnvoll und nützlich ist, steht außer Frage. Ich glaube, heute ist ein großer Tag, endlich einmal auch in der Öffentlichkeit das vorgestellt, wie wichtig der Sport für die ältere Generation ist. Ich habe früher schon gesagt in meiner Einladung, immerhin in der Steiermark 1,2 Millionen Einwohner, 385.000 über 60-Jährige. Wenn wir hier nichts tun, das alles hemmt, alles auch in Zukunft, auch im Bereich der Krankheit. Ich bin der Präsident des Hilfswerks Steiermark, führe das knapp 30 Jahre. Ich habe damit zu tun, wenn ältere Personen vielleicht einmal krank werden, brauchen
Hilfe. Wenn die vorher ein bisschen Sport gemacht haben und so weiter, spart sich hier das Land wahnsinnig viel Geld, weil sie viel aktiver sind und können auch im Rehab wieder zurück in die Gesundheit gebracht werden. In der Stadtgemeinde Murau wird für Sport und ihre Vereine einiges getan. Ja, der Bezirk und die Gemeinde Murau sind beim Bewegungsland Steiermark seit Beginn an sehr aktiv dabei. Wir haben also vielfältig die Initiativen, die von oben her entwickelt worden sind, mitgetragen. Und wenn es jetzt auf die Gemeinde Murau herunterbricht, dann bin ich insbesondere froh, dass der Turnverein unter einer neuen Leitung sich in die Zukunft entwickelt. Mit der Sabine Staber und der Beata Pölliger an der Spitze. Da sind jetzt zwei junge Damen am Werk und haben den Übergang von Otto Roschke und seinem Team jetzt geschafft. Ich glaube, das ist wichtig, dass man die Altersstrukturen immer hinten noch entsprechend verjüngt und damit dem Verein eine Zukunft gibt. Darüber hinaus ist es uns in der Gemeinde sowieso ein Anliegen, dass wir Vereine, die sich im sportlichen Bereichen betätigen, unterstützen. Zu großen Teilen sind es finanzielle Unterstützungen, aber auch von der Infrastruktur her. Und ich glaube, wir haben da sehr gute Struktur in Summe, ob es der Turnverein ist, die Schwimmunion, die Fußballvereine, Tennis etc. Also es gibt ein breites Spektrum und es wird Gott sei Dank, sage ich nach wie vor, sehr aktiv von der Bevölkerung angenommen. Wer fit sein will, muss was dafür tun. Die Anmeldung beim Turnverein Murau Sportunion ist ganz einfach. Der Turnverein Murau hat ein sehr umfassendes Angebot, wird in der Gemeinde-App und in der Gemeindezeitung sind alle Kurse enthalten. Einfach bitte bei mir als Obfrau, bei der Stellvertreterin, bei der Beate Böllinger oder bei den jeweiligen Kursleiterinnen oder Leitern melden. Wir haben eine Damenriege mit Damengymnastik, wir haben eine Herrenriege, wir haben Volleyball, wir haben Badminton, wir haben ein ganz breites Angebot, da ist sicher für jeden was mit dabei. Und das zu einem günstigen Jahresmitgliedsbeitrag? Genau, die Jahresmitgliedschaft für einen Erwachsenen ist bei 40 Euro. Und da kann man das ganze Turnjahr, also das ist wieder Schuljahr, die Kurse besuchen und für Kinder beträgt er 25 Euro. Die Sportunion nützt ja auch die Gelegenheit, um den neuen Kalender für das Jahr 2023 mit ganz vielen Turnübungen und Fitness-Tipps zu präsentieren. Für das Jahr selbst haben sie sich einiges vorgenommen. Ja, das, was wir wollen im nächsten Jahr zwei zusätzliche Bezirke dazunehmen. Das würde einer vernünftigen Expansionsstrategie einfach würde dazu passen. Und dazu sind Lietzen und Leibniz auserkoren worden. Aktiv und bewegt älter. Eine Initiative der Sportunion Steiermark und des Steirischen Seniorenbundes. Musik.